Herr Schreiber-Hantschuk, Sie haben gestern einen Vortrag gehalten. Es ging um die Cyberrisiken bei der Sparkassenfinanzgruppe. Sie haben einen Einblick in die Bankenbranche gegeben. Was kann sich denn die Assekuranz von dieser abgucken, wenn es um das Thema IT-Sicherheit geht? Ja, also ich habe dargestellt, wie die Cyberbedrohungen allgemein sind. Denn alle, die im Internet aktiv sind, ob Versicherungen, Banken oder Amazon oder welches Unternehmen auch immer, die einen Shop betreiben im Internet, haben immer mit breitflächigen Angriffen zu tun, die wir alle kennen. Das ist Phishing, das sind personalisierte Mails, die wir alle erreichen, mehrfach am Tag. Das ist der Stand der Dinge, die alle irgendwie auf dem Radar haben sollen und müssen und auch entsprechend bekämpfen müssen. Das Zweite ist, wir haben sehr branchenspezifische Angriffe oder Risiken. Das sind bei uns vor allen Dingen Trojaner, die ganz spezielle Ziele verfolgen. Ne? Geld von Kunden der Konten zu entwenden oder aber Verschlüsselungen von Daten vorzunehmen. Ne? Und das Dritte ist, wir haben ganz zielgerichtete Angriffe entweder auf Personen, auf bankfachliche Prozesse oder auf Institute selbst. Und das ist etwa so der Spannungsbogen der Cyberrisiken, die wir schon seit längerer Zeit haben. Was jetzt neu ist und was für die Assekuranz jetzt vielleicht wichtig wäre, dass wir eben erleben, dass im Jahr 2018 wir eine dramatische Steigerung der Quantität erlebt haben und dass wir in bestimmten Bereichen noch eine enorme Steigerung der Qualität, insbesondere der Trojaner, erleben und insbesondere persönlicher Phishing-Mails, die sehr perfekt inzwischen einen erreichen können, erleben und da eben die Bedrohung doch sehr stark zunehmen. Sie hatten ja, Sie haben gerade schon angesprochen, auch Trojaner nehmen stark zu und haben hier auch über die neue Generation von Trojanern gesprochen, die halt die Funktionalität als Schadsoftware verschleiern. Mhm. Wie kann man denn dieser Herausforderung als Unternehmen Herr werden? Wie kann man sich da denn stellen? Also Trojaner muss man natürlich erstmal bekommen in einer Form, dass man sie analysieren kann. Das ist erstmal schon eine Kunst an sich. Da gibt es verschiedene Methoden, Honigtöpfe, die man aufstellt. Das würde jetzt zu weit führen. Und die Bienen sind ja auch gefährdet, wie wir wissen. Also ich würde jetzt nicht so viel darüber erzählen, wie kriegt man so einen Trojaner ab. Die Herausforderung ist, den Trojaner, der verschlüsselt ist, ja, so zu dechiffrieren, so zu analysieren, dass man weiß, was er konkret vorhat. Und da nochmal ein Mengenproblem, um das nochmal zu verdeutlichen. Wir haben am Tag etwa 390.000 Schadsoftware, die neu hinzukommen. Also Sie müssen erstmal aus dieser Menge der Schadsoftware, die neu entsteht, herausfinden, erstens, was ist eine Abwandlung bereits bestehender und bekannter Schadsoftware? Was ist inhaltlich wirklich neu? Und was ist eine Bedrohung für die Sparkasse oder eine Bedrohung für die Versicherung? Und das, wenn Sie soweit sind, dann widmen Sie sich den Dingen, die konkret für Ihr Haus oder für Ihre Branche eine Bedrohung sein könnten. Und da sind die Trojaner mit dabei. Der Trojaner kommt auch nicht alleine, sondern er hat immer Geschwister an seiner Seite, nämlich zum Beispiel personalisierte Phishing-Mails, die vorher geschaltet sind, damit sie den Trojaner sich auf ihrem Rechner erstmal einfangen. Das ist also eine Kombination an Dingen, die hier zusammenwirken, um eben von ihnen Daten zu entwenden oder Daten zu verschlüsseln oder eben Gelder umzuleiten oder sie aufzufordern, irgendetwas zu tun, auf irgendein Konto aufgrund einer Veranlassung irgendwie Geld zu überweisen. Und das, der Trojaner alleine ist es nicht, sondern das Zusammenwirken, wer steuert den Trojaner aus dem Darknet oder aus dem Internet heraus. Und wer fängt ihn ein? Und in der Regel fängt man ihn sich ein, weil man auf einem Trickbetrug, auf eine betrügerische E-Mail, die perfekt angetäuscht war, hereingefallen ist. Das ist eine Kombination. Und die neuartigen Trojaner haben eben interessante Werkzeuge, Verschleierungstechnologie, wir nennen das Obfuskieren, die eben das erschweren, den Urheber dieses Trojaners zu erkennen, zu erkennen, aus welchen Hintergründen er gesteuert wird, die auch sozusagen das Dechiffrieren dieses Trojaners eben erschweren und teilweise fast unmöglich machen. Das ist so die neue Generation, das ist die Herausforderung, die wir haben. Sie haben, ich weiß nicht, ob Sie auch angesprochen haben, aber es ist ja auch immer ein großes Thema, wenn man jetzt das Thema IT-Sicherheit im eigenen Haus behandelt, ist es ja auch wichtig, auf die IT-Sicherheit der anderen Häuser zu gucken, mit denen man zusammenarbeitet, also in dem im speziellen Fall ein Dienstleister. Ja. Wie können Sie denn hier die IT-Sicherheit gewährleisten? Naja, also wenn man einen Vertragspartner hat, muss man schon gucken, dass man das eigene Sicherheitsniveau natürlich auf die Vertragspartner ausdehnt. Und das ist ja auch im Sinn des Gesetzes und auch Sinn beispielsweise der BaFin, des BaFin-Merkblattes zum Thema Cloud-Outsourcing.
dass man eben seinen Sicherheitsstandard eben auch auf seine Dienstleistung führt. Und damit muss man auch eben die entsprechenden Mechanismen einführen, zu überprüfen, ob der Dienstleister das kann, ob er es macht und so weiter. Sonst hat man natürlich dort eine offene Flanke, eine Achillesferse, die dann irgendwann mal schmerzt. Sie hatten ja heute auch ein Word-Café. Wir haben ja gerade schon gehört, dass Trojaner eine ganz neue Herausforderung sind, neuartige Trojaner. Sie haben in diesem Word-Café darüber gesprochen, was es sonst noch für Herausforderungen in der IT-Sicherheit gibt und haben da einige zusammengetragen. Können Sie das nochmal für mich zusammenfassen? Ja. Also es ist natürlich einiges. Das Thema Cloud war natürlich ganz oben, weil es ein aktuelles Thema ist. Nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern auch aus vertraglich-rechtlichen Gründen. Das würde ich jetzt mal ein bisschen aussparen. Aber wir haben eben die Herausforderung, dass eben mit 2018 wir die ersten Schadsoftware erlebt haben im Internet, die eben mit Instrumenten künstlicher Intelligenz entwickelt wurden. Und das ist so die neue Generation, die wir erwarten. Also das Katz-und-Maus-Spiel wird interessanter, weil Mechanismen des sogenannten Artificial Intelligence hier angewendet werden von den Betrügern und von denjenigen, die an Wissen und an Geld rankommen wollen. Und wir müssen uns diesen Herausforderungen wappnen. Also Betrüger werden benutzen diese Instrumente, um massenweise eben nach Schwachstellen zu suchen in einem Unternehmen. Ja? Und alle Systeme, die mit dem Internet in Verbindung sehen, können eine Schwachstelle zeigen. Und früher hat der Betrüger das mit herkömmlichen Methoden gemacht und heute versucht das eben eine Maschine. Und damit ist das wesentlich anspruchsvoller für das Unternehmen, sich davor zu schützen. Ja? Kommt eben darauf an, dass man eben das Patch-Management eben aktualisiert halt für alle Anwendungen, die man betreibt. Und das sind so die Mindesterwartungen, die man bei den Dienstleistern auch durchsetzen muss. Eine Maßnahme. Also es gibt da kein Geheimrezept. Man muss eben feststellen, mit einer entsprechenden Organisation, Cyberabwehrorganisation, Security Operations Center, dass man eben vielleicht möglicherweise sich so ein Trojaner eingefangen hat, eine Verschlüsselungssoftware eingefangen hat und man muss eben rechtzeitig sehr schnell reagieren können. Das heißt, man muss sehr schnell erkennen, da ist irgendwas, eine Anomalie in meiner Welt, in meiner Infrastruktur, eine Anomalie in einem System. Eine Anomalie, die vielleicht meine Kunden oder sogar Mitarbeiter betreffen, das muss man feststellen. Und das ist die Herausforderung der Zukunft, auch KI-Instrumente des maschinellen Lernens und weiter zum Einsatz zu bringen, um das besser zu erkennen. Das wird die Herausforderung nicht nur 2019 sein, sondern viele Jahre wird uns das Thema begleiten. Dann hoffe ich, dass Sie das schaffen und dass Sie das Katz-und-Maus-Spiel immer gewinnen quasi. Und wünsche Ihnen noch viel Spaß hier auf der Veranstaltung. Dankeschön. Vielen Dank.